Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wieder eure Dice Brothers. Wir sind der YouTube-Kanal von Blockspiele.de, aber noch viel mehr sind wir der Yogi und der Ranger. Und für alle, die jetzt gerade vom Sofa gerutscht sind oder denen das Smartphone aus der Hand gefallen ist, macht euch keine Sorgen, der Ranger gibt hier heute kein Comeback. Wir haben ein bisschen Nostalgie. Der Yogi war so lieb und hat gesagt, ich darf heute noch einmal das Intro sprechen, das altbekannte. Aber damit hat es sich auch mit der Nostalgie. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den wunderbaren Yogi. Da sage ich mal Hallo und willkommen bei den Dice Brothers. Der Ranger hat es ja schon gesagt, wir sind der YouTube-Kanal von Blockspiel.de. Der Dan, der ist auch nicht so ganz weit weg, der sitzt quasi hinten in der Regie. Wenn ich jetzt sage, wink mal, bringt euch das nichts, aber er ist in der Regie hinten, das kann ich euch sagen. Mentales Winken. Er ist mental dabei und ja, er ist auch nicht ersetzt, sondern heute ist es ja wieder eine Mein-Lieblingsspiel-Folge und wir haben uns heute quasi einen Stargast, den man ja aus YouTube kennen kann, wenn man ein Anhänger der ersten Stunde der Dice Brothers ist, eingeladen, nämlich den Ranger, der das ein oder andere Spiel für die Allgemeinheit schon erklärt hat. So, und ja, möchtest du noch irgendwas zu dir sagen oder haben wir damit schon die komplette Vorstellung durch? Das Wichtigste, da der Ranger grundsätzlich und auch im privaten Leben nicht von sich selber in der dritten Person redet, beende ich das Kapitel Ranger hiermit offiziell und sage, ich bin der Thorsten. Der Yogi hat es in einem anderen Video auch schon mal gesagt. Genau, ich bin der Thorsten und ich bin in die Brettspielwelt vom Yogi reingesaugt worden und dann kam irgendwann die Idee mit dem Kanal und ja, dann kam jetzt hier die Anfrage, ob ich nicht auch bei dem Format hier mitmachen möchte und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und auch ein Lieblingsspiel vor mir mitgebracht. Sehr gut. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Schön. Ein bisschen Revival ist es natürlich schon, aber wir können euch jetzt eine Menge persönliche Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, warum ihr uns guckt. Vielleicht guckt ihr auch zu, um die persönlichen Geschichten zu nehmen. Wir erzählen sie nebenbei. Aber, lieber Thorsten, dein Lieblingsspiel. Ich bin ernsthaft gespannt. Was hast du uns denn mitgebracht als dein Lieblingsspiel? Tu nicht so. Ich habe mitgebracht Camel Up. Das Spiel des Jahres von 2014. Es ist von Stefan Bogen. Es ist von Stefan Bogen. Punkt. Es ist von Stefan Bogen. Es ist ein Spiel ab 8 Jahre. Es ist also ein Familienspiel und ich sage direkt vorweg, es will auch gar nichts anderes sein. Es hat eine Spieldauer von circa 20 bis 30 Minuten. Das, glaube ich, kommt auch ganz gut hin. Und es ist ein Spiel von 2 bis 8 Spielern. Gibt ja, glaube ich, nicht so viele Spiele, die man in der Grundversion schon mit bis zu 8 Spielern spielen kann. Stimmt. Gibt es wirklich wenig. Also es ist tatsächlich schon ein Qualitätsmerkmal tatsächlich. Ne? Wie oft hat man schon zu fünft irgendwo gesessen und gesagt, das könnte man spielen, bis 4 Spieler. Das könnte man spielen, bis 4 Spieler. Das könnte man auch spielen, aber da habe ich die Erweiterung für den 5. und 6. Spieler nicht gekauft. Hier sind es 8. Stark. Okay, und ja, worum geht's? Warum geht's in Camel Up? Ich möchte eine Sache vorweg sagen. Der Juri hatte mich letzte Tage schon vorweg gefragt, hör mal, welches Spiel bringst du denn mit? Also es ist so ein bisschen... Die Überraschung muss ich jetzt an der Stelle mal platzen lassen. Und ich habe das ihm gesagt und seine erste Frage war, warum? Und in dem Moment habe ich so eine innere Blockade gespürt, weil ich gedacht habe, ich habe so viele tolle Gedanken zu diesem Spiel in mir, aber ich kriege sie gar nicht sofort aus dem Mund rausgepurzelt. Deswegen, ich habe die Hoffnung, dass ich heute nur einen kleinen Prozentsatz von dem, wie toll ich dieses Spiel finde, euch hier vermitteln kann in diesem Video. Ja, aber das ist doch genau das, was wir haben wollen, weil... Es geht hier nicht um objektiv ein tolles Spiel, es geht hier um ein subjektiv gefühltes Spiel. Warum ist das mein Lieblingsspiel? Manchmal kann man es vielleicht auch gar nicht so in Worte fassen. Ja. Es macht einfach Spaß, weil man kann mich, wie sagen hier oft Leute, man kann mich um 3 Uhr morgens wecken, wollen wir Camel Up spielen? Jo, ich bin dabei. Oder so. Wenn es sowas ist, das kann man ja auch nicht erklären, warum man das so hat. Es ist einfach... Ja. Vor allem die Frage nach dem, was ist dein Lieblingsspiel? Da musste ich wirklich für mich erst mal drüber nachdenken, was verbindet mich mit Lieblingsspiel, was ist für mich ein Lieblingsspiel? Und wir spielen ja in unserer Runde eigentlich ganz andere Dinge. Also ich muss dazu sagen, Camel Up ist hier noch nie auf dem Tisch gewesen. Ich habe das noch nie gespielt. Tatsächlich, Asche auf mein Haupt, aber ich kenne das Spiel nicht. Und trotzdem ist dieses Spiel an mich herangetreten und es hat einen so großen Platz in meinem Herzen bekommen. Es gibt Spiele mit anderen Mechanismen, die ich auch alle toll finde. Wir spielen hier Strategiespiele und knobeln rum und alles Mögliche. Aber... Dieses Spiel ist halt ein ganz anderes Spiel und trotzdem finde ich das einfach wahnsinnig. Was machen wir bei Camel Up? Camel Up ist im Kern ein Kamelrennen. Das ist jetzt nicht so verwunderlich, wenn man sich das Cover anguckt. Was mir uns gut gefällt. Ich mag so, also so Comic-Cover mag ich.
Finde ich cool. Und das Lustige ist, wir haben letzte Tage auch über Coverkäufe gesprochen. Spricht mich ein Cover an und kaufe ich deswegen vielleicht ein Spiel? Und vielleicht vorweg, wie bin ich an dieses Spiel rangekommen? Ich habe ja schon gesagt, der Yogi hat mich hier 2018 in die Brettspielwelt hineingesogen. Und dann fängt man ja auch an, sich so eine Sammlung aufzubauen. Und natürlich kommt man dann nicht an den Spielen mit Pöppel vorbei. Und dann guckt man sich als erstes dieses Cover an und denkt sich, okay, das sieht erstmal aus wie ein Kennerspiel. Lustig, ja, aber es sieht halt aus wie ein, habe ich Kennerspiel gesagt? Ja, Kinderspiel. Kinderspiel, ja. Wollte ich sagen. Kinderspiel. Genau. Dann ist mein zweiter Blick auf die Rückseite von dem Spiel. Möchte ich das so halten oder lieber hier? Ja, kann man gut. Können wir aber die Sidecam versuchen. Wir versuchen das mal in der Sidecam. Ja, ich glaube, das ist sogar besser. Ja. Genau. Dann der zweite Blick. Dann fällt einem als allererstes neben der Pyramide in der Mitte, die ganz witzig aussieht, die Holzkamele auf, die bunten Holzkamele. Und da war meine allererste Assoziation Tempo, Tempo, kleine Schnecke. Und ich war schon wieder mehr in der Welt Kinderspiel. Und trotzdem habe ich gedacht, das Ding hat einen Pöppel gekriegt, da muss ja was dahinter sein. Und ich habe das Ding auf dem Sekundärmarkt für, ich weiß nicht, 15 Euro oder so geschossen. Ich habe gedacht, das kann ja kein Fehlkauf sein, holst es dir mal rein. Und schon beim Lesen der Regeln habe ich gelacht und habe gedacht, das muss ein tolles Spielerlebnis sein. Genau. Was machen wir bei Camel Up? Jo. Ich sagte ja schon, es ist im Kern ein Kamelrennen, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir Wetten platzieren. Ja, wir spielen einen von acht reichen Ägyptern, die sich zu einem Kamelrennen getroffen haben und halt Wetten platzieren auf das Kamelrennen. Das Rennen ist unterteilt in verschiedene Etappen und nach jeder Etappe gibt es eine Wertung. Und wer am Ende des Tages das meiste Geld, die meisten ägyptischen Pfund eingesammelt hat, der gewinnt Camel Up. Okay. Wollen wir uns das ein bisschen mal angucken? Ja, natürlich. Na komm, werfen wir noch einen Blick in die Schachtel. Materialschlacht hier. Wenn du sagst Holz. Ja, hier, ich verstecke mich so ein bisschen hinter der Schachtel, ist kein Problem. So, ja, mit der Anleitung nicht, die könnte man über Seite. Ja. Ja. Spielplan am besten auch da, genau. So, haben wir den tollen, bunten Spielplan. Da ist Highlight des Spiels die gute Papp-Pyramide. Ah, schieben wir mal so ein bisschen, dass man sie sehen kann. Ah, ja. Hilf mal. Zu dir ziehen. Genau. So. Ja, da ist sie. Genau. Und das die Rennstrecke ist quasi rundherum. Genau, die Rennstrecke, hier beginnt's. Ne, einmal drumherum. Es sind nicht allzu viele Felder, was sich ja auch in der Spielzeit 20 bis 30 Minuten irgendwo widerspiegelt. Aber ja, es ist trotzdem, obwohl es ein kleiner Spielplan ist, ist eine Menge Fun mit in der Geschichte drin. Genau. Dann haben wir hier die Holzkamele in den fünf verschiedenen Farben. Witzig, dazu passend haben wir die jeweils dazugehörigen Würfel mit den Zahlen von 1 bis 3. Auch Holzwürfel, mhm. Genau. Die Würfel kommen in die Pyramide rein und sorgen halt dafür, dass die Kamele sich bewegen. Am Anfang würfelt man eine Startaufstellung und dann werden die auf die entsprechenden Felder gesetzt. So, jetzt gehen diese beiden hier, grün und blau, auf die Position 3. Orange geht auf die 1, weiß geht auch auf die 3 und gelb geht auf die 2. So, und dann kommt schon der erste Kniff ins Spiel. Jetzt drehe ich es mal wieder so. Immer wenn ein Kamel auf das gleiche Feld kommt, wo ein anderes Kamel bereits drauf ist, werden die Kamele gestapelt. Aha. Bei der Startaufstellung darf sich derjenige, der das ausgewürfelt hat, aussuchen. Einfach mal random. Und danach gibt es halt eben die Abfolge, je nachdem welcher Würfel aus der Pyramide rauskommt und welche Zahl er zeigt. So viele Schritte bewegen sich die Kamele nach vorne im Uhrzeigersinn. Und wenn ein anderes Kamel das halt eben überholt und dann auf das gleiche Feld kommt, setzt es sich auf das Kamel davor eben drauf. Ja komm, dann machen wir Würfel mal. Wollen wir das mal sehen. Ja klar. Einen Durchgang. So. Jetzt haben wir eine 3 in Weiß gewürfelt. Das heißt, in dem Moment würde Weiß 1, 2, 3 Schritte nach vorne gehen. Da ist schon sehr viel gelaufen. Wenn der Würfel kommt dann weg, oder was? Genau, der Würfel kommt dann hier auf das jeweilige Zelt. Und damit die Spieler immer wissen, welches Kamel hat sich schon bewegt. Und man weiß dann dementsprechend, die Würfel, die noch drin sind, die sorgen halt noch für Bewegung. Okay, jetzt hast du ja gesagt, man muss darauf setzen. Genau. Vielleicht machen wir das so.
dass wir einfach mal erklären oder dass ich einfach mal erkläre, welche Züge man überhaupt machen kann oder was man in seinem Zug machen kann. Ich kann also das, was ich gerade schon gezeigt habe, einfach würfeln. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich mich für das Würfeln entscheide, kann ich mir so ein, ja, ich sag jetzt mal, Pyramidenplättchen nehmen. Das bringt mir am Ende einer Etappe, eine Etappe ist übrigens dann durch, wenn alle Würfel aus dem, aus der Pyramide raus sind, bekomme ich dafür einen ägyptischen Pfund. Ich kann aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, ich kann aber auch sagen, dass ich zum Beispiel ein Etappenwettplättchen mir nehme. Es liegen dann zu den jeweiligen Farben der Kamele diese Plättchen aus. Ja, okay. Und nehmen wir jetzt mal einfach an, ich sage dann, statt zu würfeln, mache ich jetzt diese Aktion. Nehmen wir jetzt mal das Orangene. Dann sagt das Etappenplättchen, wenn am Ende der Etappe das orangene Kamel auf dem ersten Platz zu dem Zeitpunkt ist, bekomme ich 5 ägyptische Pfund. Ist es wenigstens noch auf dem zweiten Platz angekommen, kriege ich einen Trostpfund. Ein Trostpfund. Ja, hat es nicht den ersten oder zweiten Platz erreicht, muss ich sogar einen Pfund Strafe zahlen. Also ist der Gewinn quasi weg. Das ist der Gewinn. Mein weg. Einsatz weg quasi. Ja. Der zweite Spieler, der sagt, ach, ich hätte mich auch für das orangene Kamel entschieden, ich möchte auch meine Wette platzieren, kann das immer noch machen. Der bekommt aber für seine Wette nur noch, der bekommt nur noch 3 Pfund. Den Trostpfund, okay, klar, der ist der Zweite, darauf setzt. Genau, den Trostpfund gibt es dann immer noch, aber der Erste bekommt die 5, der Zweite bekommt die 3. Die anderen Plättchen in den Farben sind genau gleich. Und es gibt dann noch ein drittes Plättchen, da gibt es dann zumindest noch auf den ersten Platz 2. Das heißt, früh sich festzulegen auf ein Kamel in der Etappe, bringt halt mehr Geld. Was aber auch riskanter ist. Genau. Okay, verstehe. Mhm. So. Dann können die Spieler natürlich auch noch ein bisschen Einfluss nehmen auf die Bewegungen der Kamele und der Einheiten, die sich dann bewegen. Immer wenn mehrere Kamele aufeinander stehen, dann nennt man das eine Kameleinheit. Und zwar können die Spieler alternativ auch noch ihr Wüstenplättchen einsetzen. Die Wüstenplättchen haben 2 Seiten. Es gibt einmal die Seite Oase und es gibt die Seite Vertrocknet. Ja, wie hieß das? Fata Morgana, genau. Fata Morgana okay. Nennt sich die Seite. Und zwar kann ich das dann zum Beispiel auf ein Feld legen, was noch nicht belegt ist, auf ein freies Feld. So, und wenn jetzt mein Pulk, meine Einheit, hier drauf kommt, ja, dann bekommt der Spieler, der das Plättchen dorthin gelegt hat, einen ägyptischen Pfund und diese Kameleinheit muss wieder eine Stelle zurück. Deswegen hier dieses Feld für... Also pusht man quasi das Weiße jetzt zum Beispiel, wenn ich will, dass das Weiße gewinnt. Genau, wenn ich jetzt auf das weiße Kamel gesetzt hätte und ich will verhindern, dass jetzt die anderen Kamele hinterherkommen, dann setze ich sowas zum Beispiel. Mhm. Ich könnte natürlich auch, gut, dass du das gesagt hast, zum Beispiel sagen, ich möchte mein weißes Kamel explizit pushen. Dann kann ich auch die Oasenseite legen. Und wenn dann mein weißes Kamel da drauf kommt, dann bekomme ich auch einen ägyptischen Pfund, aber ich kann mein Kamel einen Schritt nach vorne bewegen. Ne? Je nachdem, ob mein Kamel schon gelaufen ist oder nicht. Oder eben nicht. Muss ich mal überlegen, will ich das Plättchen setzen und wenn, wo lege ich das hin? Also halten wir fest, entweder würfeln, entweder Plättchen legen, Wettkarte nehmen oder, was war? Letzte Option. Ah, es gibt noch eine. Ja, die letzte Option, die vierte Option ist, ich kann quasi auf den Gesamtsieger oder auf den Gesamtverlierer setzen. Dazu bekommt jeder Spieler, wie gesagt, wir haben ja insgesamt 8 Spieler, die teilnehmen können, bekommt jeder Spieler diese Wettkarten. Davon hat jeder Spieler 5 Stück. In der Farbe des Kamels halt. Offensichtlich, ja. Die Rückseite entsprechend alle gleich. So, und wenn ich jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt sage, das weiße Kamel, das ist es, das wird das Rennen auf jeden Fall gewinnen. Am Ende. Das ist halt nicht, da geht es nicht um Etappe, da geht es halt um den Gesamtsieg, sprich welches Kamel als erstes hier durch die Ziellinie geht. Dann kann ich sagen, ich setze meine weiße Karte und lege die verdeckt. Ja, nehmen wir es mal so. Hier auf dieses Feld. So, jetzt ist es drauf. Muss das ein bisschen üben. Hier auf dieses Feld. Und dann wird am Ende geschaut, welcher Spieler richtig gelegen hat und ob er der Erste, der Zweite, der Dritte war. Und je nachdem, wie früh ich auch da meine Wette platziert habe, gibt es mehr. Gibt es halt mehr, genau. Der erste Spieler, der richtig gelegen hat mit seinem Tipp,
Der bekommt 8 ägyptische Pfund am Ende des Rennens, der zweite 5, der dritte und so weiter. Also, ihr seht das hier. Also sind die Pfund quasi Siegpunkte, wenn man so will. Die Pfund sind am Ende Siegpunkte, genau. Okay. Habe ich falsch gelegen und ich habe aufs falsche Kamel gesetzt, muss ich dafür dann am Ende eine Strafe zahlen. Musst du latzen, okay. Genau, und so wie ich auf das dollste Kamel oder das tollste Kamel setzen kann, kann ich auch auf das ollste Kamel setzen. Das ist nämlich das, was dann als letztes eingetrudelt ist. Kann man auch hier ganz schön sehen. Also hier Erstplatzierter, hier Letztplatzierter. Und die Wette kann ich genauso platzieren. Okay. Ja. Es ergeben sich dann in dem Spiel auch ganz lustige Konstellationen, wo man halt sich vielleicht sehr früh für das weiße Kamel entschieden hat und dann im Laufe der nächsten ein, zwei Etappen sieht man dann, oh, das weiße, das ist aber mehrfach überholt worden. Jetzt ist es das blaue Kamel. Dann setze ich da meine blaue Karte, platziere die Wette. Aber man darf mehrmals setzen. Ja, genau. Du kannst diese fünf Karten, die du hast, komplett verfeuern. Okay. Ist auch alles schon passiert. Also, okay, alles klar. Das ist der Twist, ja, dass man... Das Spiel ist halt wirklich random. Ne? Also es ist, ja, man würfelt halt. Es ist von den Würfeln gesteuert, ne? Und dementsprechend, klar muss man Würfelglück mögen, aber am Ende des Tages ist es ein Wettspiel und eine Wette ist immer Glück. Ja, und an der Stelle passen die Würfel halt auch wirklich toll dazu. Hattest du gesagt, wie viele Etappen gelaufen werden? Das ist nicht festgelegt. Sobald das ein Kamel diese Linie hier überschritten hat, die Ziellinie, ist das Spiel beendet. Ach so. Dann wird auch die letzte Etappe nicht zu Ende gespielt. Die letzte Etappe wird dann noch gewertet. Ich habe auch was durcheinander geschmissen. Ja, eine Etappe ist ja, wenn alle Würfel durch sind. Genau. Dann ist ja noch nicht unbedingt ein Kamel durch. Okay, ja, genau. Nee, klar, Entschuldigung. Ja, also, du hast recht. Also ich sag mal so, 3 Etappen sind es mindestens. In der Regel sind es 4, 5 Etappen. So, das ist so das, was ich sagen kann. Das ist flott. Die man dann spielt. Ja, das spielt sich wirklich flott durch. Und was noch zu sagen ist, wenn jetzt zum Beispiel... Wir sind weiter im Rennen zum Beispiel. Ne? Diese beiden Kamele sind jetzt vor der Ziellinie und dann, genau. Hat ja gesagt, dass das erste Kamel, was hier drüber kommt, wenn jetzt die Konstellation kommt, dass die beiden Kamele hier drüber laufen, dann hat das obere Kamel immer den Vorrang. Das heißt, das oberste Kamel das bestimmte hat die Nase vorn. Okay. Wer oben ist, ist vorne, sozusagen. Und was auch noch wichtig ist, wie kommt es überhaupt zu so einer Bewegung? Wenn in der Konstellation blau ist auf grün, der grüne Würfel zuerst gezogen wird, dann nimmt der per Huckepack das blaue Kamel mit. Ach, der schleppt den mit, okay. Genau. Ja, und das war im Prinzip schon ein ganzes Spiel, ne? Genau. Stark. Einzelne Etappenwertungen am Ende. Ja, also klingt jetzt wirklich auch nicht so kompliziert tatsächlich, ne? Also ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie schon losspielen zu können, ehrlicherweise. So, ne? Ja, und jetzt sag doch mal, was kannst du irgendwie in Wort fassen, was das Spiel so genial macht oder so, dass du sagst, boah, Camel Up, das ist so mein Lieblingsspiel. Aber warum fällt so eine Entscheidung auf Camel Up an der Stelle? Du hast ja, ich kenne ja dein Spielregal, da stehen ja eine Menge toller Titel drin. Ja. Ne, das muss man ja wirklich sagen. Und die Frage ist halt, warum ist es Camel Up? Was macht das Spiel so besonders? Es ist ein Spiel, ich sag mal ganz ehrlich, wenn man erwachsene Leute an einem Tisch grölen und jölen und beten hören möchte, jetzt komm eine blaue 3, und dann kommt das nicht und dann rauft man sich die Haare und man verzweifelt daran und am Ende ist es einfach nur ein Holzkamel, was sich nicht bewegt hat oder nicht ausreichend bewegt hat. Das ist dieser Thrill. Wie oft sich Konstellationen verändern, du setzt auf ein Kamel, weil du dir sicher bist und 2 Züge später ändert sich das komplett alles. Du erlebst in diesen 30 Minuten ein Wett auf und ab und ein Gelächter, ein Gejohle am Tisch, wirklich ein Spaß am Spiel. Und das bei der Simplizität dieser Regeln, das finde ich, macht es wie kein anderes Spiel. Okay, alles klar. Ich gebe hier mal dazu. Habe ich mit Dan jetzt natürlich wieder unglaublich abgesprochen, aber wenn wir mal wieder ein Live-Video machen sollten, so ein Play, und wenn ihr wollt, dass wir Camel abspielen, wenn ihr mal erwachsene Männer grölen sehen wollt, dann müsst ihr das aber in die Kommentare schreiben. Dann überlegen wir uns das. Aber das machen wir nicht, wenn das nicht da steht. Also, wenn ihr das sehen wollt... Ich hoffe, du, Dan, nickt das ab. So aus dem Hintergrund, ja, ich kriege einen bösen Blick und das Nicken immerhin. So 50-50 gut. Ja. Können wir ja mal überlegen. Wenn ihr das wirklich sehen wollt und um den Beweis anzutreten, ob der Thorsten recht hat, dass da wirklich erwachsene Männer grölen, da bin ich sehr gespannt. Dann machen wir das gern. Ja, cool. Ja, geil. Also wie gesagt, ich kannte das Spiel überhaupt nicht, obwohl witzig ist es eigentlich Spiel des Jahres. Also vom Titel her kann ich das natürlich schon. So, aber wirklich so vor mir hatte ich das noch nie. Krass.
Ja. Und ich habe, wie gesagt, die Regeln gelesen und habe so viel Spaß beim Lesen der Regeln schon gehabt und habe mir schon ausgemalt, wie das Spiel dann läuft. Und da waren alle meine Assoziationen mit, das ist ja vielleicht nur ein Kinderspiel, wo man ein paar Kamele bewegt, komplett weg. Ne? Also, ja. Dann mache ich jetzt mal so eine coole RTL2-Anmoderation. Thorsten, du hast doch noch mehr mitgebracht, oder? Ich hab auch noch mehr mitgebracht, ja. Was hast du uns denn mitgebracht? Ein Kamel kommt selten allein. Ich habe auch noch mitgebracht die. Willst du zur Seite? Ja, ich mach das mal. Ich die Erweiterung Super Cup. Ja, ich halte mal an der Stelle vielleicht nur die Rückseite rein und sage dann zwei Sätze reicht dazu und nicht wieder das ganze Material rausholen. Ja. So. Genau. Bei der Erweiterung Super Cup haben wir zum einen die Möglichkeit, bis zu 10 Spieler das Ganze zu spielen, also nochmal zwei Spieler draufsatteln. Ach, nee. Also es gibt nochmal diese Wettkarten dazu, dass auch noch zwei Spieler zusätzlich mitmachen können. Dann gibt es eine Erweiterung des Spielplans, das heißt, das Spielfeld wird nochmal ein bisschen vergrößert. Und das Rennen ist länger. Genau. Achso, vielleicht vorweg gesagt, das sind alles Module. Ne? Es sind 4 Module insgesamt drin und man kann sich halt überlegen, nimmt man alle dazu, nimmt man nur 2 dazu. Ah, okay. Ne? Also die Grundbasis ist immer der erweiterte Spielplan. Dann seht ihr hier ein Podest mit zusätzlichen Würfeln. Da kommen 5 Würfel noch dazu. Das sind die Galopperwürfel. Das hat zur Folge, dass am Ende einer Etappe immer für das letztplatzierte Kamel noch ein zusätzlicher Würfel mit reinkommt, um das noch so ein bisschen zu pushen. Verstehe. Und man kann gegen Abgabe dieses Pyramidenplättchens oder Würfelplättchens kann man dann noch zusätzlich einen weiteren Würfel reinsetzen, um das Kamel, was man selber so ein bisschen ins Auge gefasst hat, zu pushen. Ja, man gibt dafür was ab, aber man hat natürlich die Hoffnung, dass das dann auf anderer Ebene noch mal mehr Punkte gibt. Dafür sind die Galopperwürfel da. Dann gibt es hier noch so Zusatzplättchen, womit man seine Basiswette mit den 5, 3 oder 2 Siegpunkten noch mal ein bisschen abmildern kann, wenn man zum Beispiel sich sehr früh, sag ich jetzt mal, für das gelbe Kamel entschieden hat und man merkt dann 2 Würfelzüge weiter, oh, das wird nichts mehr. Dann kann man zum Beispiel sich dann so ein Plättchen nehmen, wenn es noch vorhanden ist und sagen, okay, dann wird mein Kamel vielleicht noch Dritter oder Vierter. Dann kriegt man da noch abmildern, genau. Noch ein bisschen optimieren, seine Wette. Was ich ja spannend finde, andere Spiele erweitern auf 5. und 6. Spieler. Hier hast du den 9. und 10. Spieler, ne? Welche Erweiterung macht sowas? Okay. Es war offenbar Bedarf da. Ja, und ja, das wäre tatsächlich mal meine Frage. Die ganzen einzelnen Module, okay, aber ich frage mal, braucht man die Erweiterung? Sagst du, das Spiel ist mit der Erweiterung komplett? Oder sagst du, naja, eigentlich war es vorher schon komplett und es ist einfach nur noch so ein bisschen mehr Spaß so? Oder macht es das Spiel wirklich vielleicht auch besser? Ja, also das mit dem Zusatzwürfel ist schon nice. Ne? Also, dass man noch mal mehr Einfluss nehmen kann auf das Spiel. Dass man die Wetten so ein bisschen noch abmildern kann. Ja, das haben wir auch gemacht. Das hat sich jetzt für mich nicht so stark angefühlt. Okay. Die Galopperwürfel schon. Den 9. und 10. Spieler, muss ich ehrlich aber sagen, den haben wir noch nie ausgepackt. Die, okay. Die sind noch immer in ihrer Tüte da drin. Und es ist noch ein Modul drin. Das haben wir auch noch nicht umgesetzt. Das soll auch ganz nett sein. Wir haben das tatsächlich noch nicht mit reingenommen ins Spiel. Nämlich Wettpatenschaften. Man kann eine Karte spielen an einen Spieler, der selber seine Wettpatenkarte noch nicht abgegeben hat. Und man tauscht dann mit dem die Wettpatenkarte. Und der Spieler kann sich auch nicht dagegen wehren. Aha. Und dann kann man am Ende des Tages an seiner Wette, wenn man sagt, oh, du hast da eine gute Karte genommen, die finde ich gut, da möchte ich gerne mit dran partizipieren, dann kann man die Punkte von ihm auch mitbekommen. Nett. Du behältst deine Karte, deine Punkte, aber ich bekomme sie halt auch. Also ein bisschen bisschen konfrontativ in Anführungszeichen. Ja, da geht es halt noch ein bisschen. Ja, okay, verstehe. Es ist ja auch nur bedingt konfrontativ. Der kriegt seinen Gewinn trotzdem. Ja, genau. Man nimmt halt einem vielleicht schon mal was weg, weil man vor einem dran gewesen ist und man nimmt dann halt ein Wettplättchen hier mit 5 Punkten. Man kriegt dann halt, wenn man später dran ist, nur noch das mit 3. Ja, das kann passieren. Aber es ist halt durch die Würfel so crazy, so fremdgesteuert, dass Wette halt am Ende des Tages immer noch ein Glückselement ist. Auf jeden Fall. Ja, und man kann. Aber das gehört auch bei so einem Spiel dazu. Ne? Man kann nichts planen. Das ist halt der Gag da dran. Ein Kamel, was jetzt gerade vielleicht noch letzter ist, kann am Ende der nächsten Etappe erster sein. Das muss man sich halt immer klar machen. So.
Stark. Genau. Und ja, dann ist noch ein Modul drin, hier so eine Kamera. Und dann kann man so ein Kameraplättchen hinlegen. Und Fotofinish. Fotofinish. Wenn da so ein Pulk draufkommt von Kamelen, kann auch ein Kamel nur sein, bekommt man für jedes Kamel, was dann da drauf gelandet ist, einen Siegpunkt, einen ägyptischen Pfund. Weil einem ein guter Schuss gelungen ist. Ah, okay. Das macht es auch nochmal ein bisschen netter, also man kann, aber das verändert das Spiel jetzt nicht. Ne? Okay. Die Geschichte nicht. Also, ja oder nein? Erweiterung, ja, nein. Vielleicht. Wir sind ja hier bei der ehrlichen Stunde. Ne? Brauchen tut man es nicht, aber es ist trotzdem nice to have. Okay. Kann man das so stehen lassen? Ja, also wenn man Fan des Spiels ist, braucht man die natürlich auch. Da kenne ich ja auch. Ich fällt vom Spiel, will ich alles haben. So. Sind wir fertig mit meiner RTL2-Ansage? Nein, Thorsten, ich glaube, du hast noch mehr mitgebracht. Aller guten Dinge sind ja drei. So, das machen wir jetzt noch. Ich reiche das einmal weiter. Was hast du denn noch mitgebracht? Das machen wir jetzt aber nur ganz kurz. Er hat mitgebracht Camel Up. Die neue Edition. Genau. Ja. An der Stelle, was hier vielleicht auffällt, die neue Edition sagt, bitte spiel mich erst ab 3. Die alte Edition konnte man ab 2 spielen. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich habe es nicht nachvollziehen können. Doch, ich habe es einmal zu zweit gespielt, das alte Camel Up. Und zu zweit hat es halt echt nicht so toll gezündet. Man konnte sagen, ja, das war okay. Aber das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, wie man es zu dritt, zu vier, zu fünf gespielt hat. Da war einfach mehr, da hat es halt mehr gebockt. Okay. Ich glaube, das ist bei jedem Spiel so mit mehr Spielern. Ne? Damit hast du jetzt auf jeden Fall schon mal mega unterstrichen, dass es dein Lieblingsspiel sein muss. Weil wer beide Versionen auch im Schrank stehen hat, dann muss man schon mögen. Gibt es einen Unterschied? Ja. Also außer, dass man das lieber zu dritt spielt als zu zweit? Es ist, kriegen wir das irgendwie so? Ja, doch, so, ja, so ist es am besten. Genau, so sieht man am Ende. Ja, der Spiel Plan sieht anders aus. Ne? Es ist halt gestreamlined, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ein bisschen nett. Was auch schön ist, darf ich das noch auspacken? Es ist hier so eine Pop-Up-Palme dabei. Eine Pop-Up-Palme? Ja, wenn du den Spielplan aufklappst, dann kommt dir so eine Palme da. Ja, komm, los, Jungs, das müssen wir sehen. Das die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ja. Ja, jeder, der denkt, wir wären hier am Ende gewesen, vergesst es. Ich habe auch keinen weiteren Karton mehr in meiner Tüte hier. Wer hat das gesagt? Jetzt wollen wir die Pop-Up-Palme sehen. Komm, aber dann hier bitte schön hier so Richtung Kamera, bitte Pop-Up-Palme. Foto, einmal so Foto und dann Finish mit Palme. Sensationell. Wow, das ist ja schon echt geil. Das ist nice, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich pack's jetzt wieder ein. Mach nochmal auf. Sensationell. Okay, jetzt kannst du hier packen. Ich hab das Gefühl, du nimmst mich hier nicht ernst. Doch, das nehme ich ernst. Ich finde das cool. Sowas ist mal was. Das habe ich. Das, den Rest. Welches Spiel macht denn sowas? Den Rest mache ich jetzt wieder zu. Also es gibt inzwischen so ein Spiel, was sowas macht, habe ich gesehen. Neues. Wonderbook. Ja, Wonderbook. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ja, witzig ist es auf jeden Fall. Ja, also es ist wirklich nett von der Grafik her gemacht. Was wichtig ist, da haben sich echt Gedanken gemacht, die neue Pyramide. Ist der aus Plastik? Hm? Ist der aus Plastik, die Pyramide? Die neue? Genau, die neue Pyramide ist aus Kunststoff, die alte war aus Pappe. Hm. Nostalgiker, ich liebe die alte Papp-Pyramide. Sie hat aber einen klaren Nachteil. Hier ist eine Befestigung aus Gummi. Hm. Und Gummi wird mit der Zeit natürlich porös. Obwohl das hier schon einen echt stabilen Eindruck macht. Ja, und Pappe, je nachdem wie fest man die drückt, wenn man vielleicht mal abgerutscht ist, kann es sein, dass sie so einen Katscher wegkriegt. Oder es ist halt weiches Material, was nachgeben kann. So, das, aber die hat schon, ich habe sie Gebrauch gekauft, das heißt, sie war vorher schon in Gebrauch. Ich habe sie einige Male schon selber benutzt. Sie sieht immer gut aus. Und sie sieht nach wie vor top aus. Ja, also wenn man sich für das Spiel interessiert und man möchte es für einen Schnapper auf dem Zweitmarkt kaufen, ich sehe regelmäßig Angebote für 10, 15 Euro. Selbst wenn man noch nur so halb angefixt ist von meiner Präsentation hier heute und man sagt, ich gehe das Risiko ein für 10, 15 Euro, mach mal wirklich nichts falsch. Also holt es euch in den Schrank, ihr zwei übrigens auch. Du hast es doch. Man macht... Anderes Thema. Ja. Man macht nichts falsch damit. Man macht nichts falsch damit. Und wenn ihr es auf dem zweiten Mal kauft, bei der Geschichte besteht halt immer die Gefahr, dass die Pyramide vielleicht schon deutlich abgenutzter ist und dann ärgert man sich natürlich, weil das Hauptspielelement ist. Ne? Hier fährt man die sichere Variante, weil es halt eben diese Kunststoffpyramide hat. Ansonsten, was neu hinzugekommen ist, es sind auch verwirrte Kamele mit reingekommen. Aha. Das schwarze und das weiße Kamel, kurz gesagt, die fangen am anderen Ende vom Spielplan an. Die laufen also entgegengesetzt. Geisterfahrer-Kamele. Geisterfahrer, Geisterkamele, genau. Und da passiert es dann immer, wenn die
wenn du dann mit deinem Kamel, oder was heißt mit deinem Kamel, mit einem Kamel auf ein schwarzes oder weißes Kamel kommst und dann bewegt sich der weiße oder der schwarze Würfel, dann bringen die dich halt wieder zurück zur Ziellinie und das nimmt halt nochmal Einfluss auf das, auf das Spiel. Also quasi ein Modul mehr. Ja. Okay. Genau. Und hier sind die Wettpatenschaften, die ich hier in der Erweiterung gerade angesprochen hatte, die sind hier auch schon mit drin, die haben sie mit übernommen. Ansonsten ist es das gleiche Spiel. Punkt. Ja, stark. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert, wie begeistert du von diesem Spiel bist, ehrlicherweise. Das finde ich stark. Und mein Angebot steht, wenn ihr das mal sehen wollt, dann spielen wir das gerne mal mit 6 Leuten hier live irgendwie, aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas zu Camel Up sagen? Sonst muss ich natürlich noch meine Ansage hier machen. Denn vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, nochmal die Zeit mit uns hier genommen hast, das zu machen und hier das Spiel vorzustellen. Hat sehr viel Bock gemacht, ich fand's cool. Ja, wenn ihr das auch cool findet und wirklich ein Lieblingsspiel habt und sagt, das muss ich mal der Brettspielwelt präsentieren, dann meldet euch bei uns. Ja, sagt, ich möchte auch mal mein Lieblingsspiel zeigen, das kriegen wir hin. Hier, wir sind hier nicht gebunden, wer also Bock hat, sein Lieblingsspiel vorzustellen, gerne eine Mail an uns und dann nehmen wir mit euch Kontakt auf und das kriegen wir hin. Ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wenn es euch gefallen hat, bitte, bitte lasst doch einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare erstmal, ob ihr dieses Live-Let's Play sehen wollt. Ansonsten natürlich, wenn ihr Anmerkungen, Kritik, irgendwas habt, was euch zu Camel Up vielleicht einfällt oder so grundsätzlich zu meinem Lieblingsspiel, gerne, gerne alles in die Kommentare. Wir antworten auch. Der Dan ist da sehr, sehr hinterher, dass kein Kommentar unbeantwortet bleibt. Also von da aus, wir reagieren auf euch. Und ja, und wenn ihr natürlich noch mehr von uns haben wollt, lasst auch gerne das Abo da. Dann verpasst ihr wirklich kein Video mehr von uns. Ja, dann darfst du ein Outro machen. Supportet die Jungs, die sind wirklich super fleißig, innovativ. Die überlegen regelmäßig, was sie Neues machen können, wie sie euch unterhalten können, was ihnen Spaß macht, was euch Spaß macht. Ja, in dem Sinne, Jugend alles gesagt. Lasst einen Daumen da, Abo da. Dann macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Dankeschön. Tschüss.